Computer, wer oder was ist eigentlich Regiocast? Regiocast ist ein deutschlandweit führendes Radiounternehmen. Möchtest du mehr erfahren? Ja, bitte gib mir einfach ein Update, Computer. Moin Moin, Schleswig-Holstein. Hallo, hier ist jetzt Berlin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen in Leipzig. Hallo Regiocast. Hi, ich bin Neumi. Ich habe Videocontent gefunden zu den Regiocast-Standorten Kiel, Leipzig und Berlin. 15 weitere Standorte und insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter werden mir angezeigt. Voller Mitmann hier. Wir klönen heute Morgen mal über die Regiocast, wer und was das eigentlich ist. Eins mal vorweg, das beste Radio- und Kollegen-Squad der Welt in ganz Deutschland verteilt. Und wie das funktioniert, seht selbst. Wir machen ganz viel jungen Kram. Kein Tag ist wie der andere. Heutzutage sind wir viel, viel omnipräsenter. Wir sind im Internet unterwegs, auf Live-Veranstaltungen. Wir machen das Programm auf UKW zu den Streams. Wir sind viel, viel mannigfaltiger als früher. Von daher haben wir ganz viel verschiedene Aufgaben, auch innerhalb unseres Teams. Wir sind ein sehr kurzfristiges Medium. Das macht den Reiz eigentlich ein bisschen aus, zu den Deadlines immer fertig zu sein, die gesetzt werden. Es ist immer aktuell, man ist immer am Geschehen dran und man hat unfassbar viel mit Menschen zu tun. Wir haben auch ein sehr sexy Produkt, und zwar das Radio. Es klingt vielleicht komisch, aber das ist auch unser Job, das abzufeiern. Und wenn das von ganz tief drinnen kommt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das die Menschen auch spüren und dass auch ankommt, dass sie da einen Kumpel im Radio haben, der an ihrer Seite ist, der scharfe Mucke spielt und sie halbwegs gut durch den Tag bringen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir hier Radioprogramme für Menschen da draußen produzieren, Tag ein, Tag aus. Und es nicht nur im digitalen und im digitalen Lifestyle verlieren. Wir brauchen einfach Menschen, die Emotionen haben, Menschen, die Leidenschaft haben. Wir sind doch Kumpels. Ja. Die Hörer sind unsere Freunde. Ja. Versuch mal einen Arbeitgeber zu finden, der so viele Technologien im Einsatz hat. In Verbindung mit so vielen kreativen Menschen, du hast ja eine unglaubliche Freiheit, dich zu entwickeln. Bei allem, was wir machen, dürfen wir nie vergessen, für wen wir das machen und warum. Dieses ganz nah dabei sein irgendwie immer. Also die Hörer, die hören einen ja, aber man sieht sie nicht. Man weiß nicht, was sie machen, aber die nehmen dich irgendwie immer mit. Mit ins Badezimmer, mit auf Arbeit, mit im Auto, du bist immer dabei. Das ist ein schönes Gefühl, dass sie dich immer mit ins Leben nehmen. Regiocast nutzt bei allen Angeboten die Möglichkeiten der Digitalisierung. Danke, Computer. Bitte generiere einen Stream und spiele die Inhalte einfach ab. Dank des Internets und mobilen Endgeräten entstehen fast täglich neue Möglichkeiten, Zuhörer von heute zu begeistern. Oh, sexy. Es ist schon wichtig, dass man mit der Zeit geht und nicht an Dingen festhält, nur weil die schon immer so gemacht wurden. Weil das interessiert die Generation jetzt nicht, was wir vor 20 Jahren so gemacht haben. Bei den meisten klassischen Medien ist das ein Problem, ja. Die Internetleute sind die Verrückten und die, die das klassische Geschäft machen, sind halt die, die das Geld verdienen. Und das ist hier zum Glück ein bisschen anders. Die Regiocast hat uns hier einen Raum geschaffen, wo wir das ausprobieren können. Ich glaube, diese Dynamik, da bin ich sehr dankbar für, dass das hier so gut funktioniert. Dass wir ein Umfeld geschaffen haben, in dem wir dynamisch arbeiten können, wo alle so ein bisschen auch verstehen, okay, wir sind ein Experimentierfeld. Und das ist ein großer Vorteil der Regiocast, dass wir halt das Lernen uns ermöglicht wird. Wir bespielen alle Kanäle, die möglich sind, insbesondere natürlich das Internet. Da ist über das Smartphone heute natürlich eine Empfangsmöglichkeit gegeben, wo wir überall und immer mit 100 verschiedenen Angeboten auch präsent sein können. Also wir haben nicht mehr nur einen Sender, den wir ausstrahlen und der empfangbar ist über ein UKW-Endgerät, sondern wir haben ganz viele Kanäle, die wir mittlerweile hier auch produzieren in unserem Unternehmen. Das Gute ist halt an diesen digitalen Radiosendern, dass man sie auf der ganzen Welt hören kann. Das Einzige, was ich brauche, ist Internet. Wenn ich jetzt Redakteur bin, heißt das heute und auch schon eigentlich schon vor ein paar Jahren, dass ich nicht nur in einem UKW-Programm denke, in einem linearen Programm, sondern dass ich eigentlich alle, man nennt das so Touchpoints, wo Menschen in Kontakt mit meiner Marke kommen könnten, dafür auch den entsprechenden Content eigentlich mitdenken muss. Das heißt vor allen Dingen, dass ich eben ein Thema über unterschiedliche Kanäle denke und dort eben auch unterschiedliche Stärken von diesen Kanälen ausspiele. Unsere Zielstellung ist, im UKW und digital Seite an Seite bestmöglich im Markt zu platzieren und Umsätze damit zu machen. Ich finde regelmäßig neuen Content von Regiocast. Die rasant wachsenden digitalen Reichweiten sind beeindruckend. Und
ist schon fertig. Das ist so ein Satz, den könnt ihr beim Grillen und beim Sex sagen. Unter dem Hashtag Grillen und Sex werden jetzt gerade genau diese Sätze gesammelt. Zwei der besten Beschäftigungen bei diesem Wetter vereint. Also ich finde das wahnsinnig spannend, dass Radio so ein großes Feld geworden ist, dass man nicht nur an UKW und an die Verbreitung sozusagen auf der auditiven Ebene sich konzentrieren muss, sondern eben auch auf der visuellen Ebene und auf der kommunikativen, indem man quasi mit dem Hörer direkt in Kontakt treten kann. Also viele hätten wahrscheinlich Angst davor, dass du wirklich so ein direktes Feedback bekommst, aber ich finde es fantastisch, weil du bekommst die Meinung der Hörer zu dem, was du gesagt hast, instant, aufs Handy, per Facebook, überall im Netz. Und das macht das Arbeiten deutlich einfacher, weil man mehr erfüllen kann, für wen mache ich das überhaupt? Wer sind die Menschen da draußen, die wir erreichen wollen? Wenn du was Falsches sagst, kann das durchaus dazu führen, dass du auch gleich einen Facebook-Kommentar hast auf deiner Seite. Und was hat die Alte denn da gesagt? Sowas gab es natürlich früher in der Form nicht. Du hast ein ganz anderes Feedback. Das hat natürlich auch sehr viel Positives, weil du kannst die Leute einfach auch viel einfacher integrieren. Heute gibt es da einfach viel, viel mehr Wege. Man kann direkt am Geschehen teilnehmen. Alles läuft in der Morningshow zusammen, sei es Facebook, sei es Instagram. Per WhatsApp können uns die Leute erreichen. Natürlich ganz oldschool auch per Telefon. Und wir sind quasi immer up to date. Ach, das ist immer so ein Gemeinschaftsding. Wir sitzen morgens im Meeting zusammen und dann haut jeder seine Idee in den großen Topf und dann filtern wir da irgendwas raus. Manchmal entsteht da wirklich Blödsinn, also dass ich einfach sage, mir ist heute danach einen Kopfstand zu machen oder einen Handstand und dann mache ich das einfach. Und das halten wir dann irgendwie fest in einem Boomerang oder auf einer Instagram, eine YouTube-Story. Irgendwie entsteht immer irgendwas. Also unsere Sachsen-Songs, die sind ja millionenfach geklickt, das hat schon recht großes Ausmaß. Und für uns persönlich ist es halt so, dass wir den Anspruch immer höher schrauben. Also wir waren schon auf einem Windrad und haben da gedreht, also ganz verrückte Sachen. Es wird halt immer mehr und immer weiter. Ja, 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 ich bin jetzt frisch verliebt, weil jetzt mal eine offen, Dorffest übrig blieb. Du hast jetzt auch schon an ein paar Produktionen mitgewirkt, die jetzt im Internet sehr erfolgreich waren. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sieht, dass die eigene Arbeit sich so verbreiten kann? Das ist ein sehr großartiges Gefühl, Max. Vor allen Dingen, wenn man weiß, was wirklich für Arbeit dahinter steckt. Und wenn man dann halt sehen kann, wie das dann halt wächst und immer größer wird, ist wirklich fantastisch. Regiocast produziert standortübergreifend, um wertvolle Kompetenzen zentral zu bündeln und bestmöglich einzusetzen. Wir machen 24 Stunden rund um die Uhr Programm und das bedeutet, dass das einer alleine ja gar nicht schaffen kann. Die Leute, die wir dafür brauchen, das sind eben Entwickler, aber eben auch kreative Köpfe, die wissen, was die Hörer der Zukunft für Erwartungshaltung an das Medium haben. Im Großen und Ganzen ist das Funkhaus eigentlich ein großer Zirkus. Du siehst deine Kollegen, die da eintrudeln und kriegst sofort gute Laune und dann läuft das Ding. Und das macht eigentlich den Charakter aus, dass ganz viele unterschiedliche Charaktere aufeinander kommen und die dann eigentlich ein Team bilden und dann zusammenarbeiten und alle haben Spaß. Es ist eine Familie. Im Prinzip ganz viele lustige, offene, junge Menschen irgendwie. Eigentlich Leute wie du und ich. Das waren die News und jetzt muss ich weiter zur Yoga-Sitzung mit Regiocast Kiel und Leipzig. Also wir sind eigentlich im ständigen Kontakt mit Leipzig oder Kiel zum Beispiel, täglich mehrfach. Und das funktioniert wirklich gut. Das ist ein Thema, dass du heute eine gute Idee brauchst, die du auch vermitteln kannst und auch den Menschen zeigen musst, dass du Lust auf sie hast und dass du mit ihnen was zusammen machen willst. Und das Thema zusammen ist dabei auch ganz wichtig. Also nicht sie für dich arbeiten, sondern du mit ihnen zusammenarbeitest. Und wenn man das so zusammen auch wertschätzt, was jeder einbringen kann, dann kann man wirklich sehr tolle Ergebnisse erzielen. Wohlfühlen als Mitarbeiter finde ich, da gehören natürlich die Kollegen dazu, dass man da miteinander offen ist, dass man miteinander offen arbeitet. Es ist halt eine, also meiner Meinung nach, extrem gute Kombination aus professionell, aber extrem freundschaftlich. Das war's von uns, Deutschland. Bam! Bam. Ciao.